Im Elbland-Klinikum Meißen befindet man sich in den letzten Abstimmungen zu einer ganz besonderen Veranstaltungsreihe im Rahmen der Herzwoche der Deutschen Herzstiftung. Das Thema plötzlicher Herztod wird von Dr. Jörg Patschke in Meißen, Dr. Andreas Tunsch in Radebeul und Dr. Reit Almaren in Riesa öffentlich erörtert. Der plötzliche Herztod, über den wir ja reden wollen, der tritt in Deutschland etwa 65.000 Mal pro Jahr auf. Das ist eine Riesendimension. Ich vergleiche das gerne so mit der Einwohnerzahl von Meißen. Handelt sich ja um mehr als die doppelte Anzahl an Menschen, die betroffen sind. Und das Heimtückische ist, dass der plötzliche Herztod bei Menschen auftritt, die vorher scheinbar ganz gesund oder zumindest nicht schwer erkrankt waren. Und wenn wir aber genau schauen, ist es so, dass doch immer eine Vorgeschichte dabei ist. Nur in seltenen Fällen handelt es sich um genetische Erkrankungen. Meistens liegt die koronare Herzkrankheit vor, das heißt also Durchblutungsstörungen am Herzen. Und wenn wir auf die Welt kommen, sind unsere Herzkranzgefäße in Ordnung. Das heißt, wir erwerben diese Schäden erst im Laufe des Lebens. Am 4. November in Meißen, am 11. November in Radebeul und eine Woche später in Riesa sollen komplexe Zusammenhänge verständlich dem interessierten Besucher nahegebracht werden. Und zwar ohne Angst zu machen. Die Angst vor plötzlichen Herztod, vor allem beim kardiologischen Patienten, ist verständlich und normal. Gibt es jetzt eine Möglichkeit, die Angst ein bisschen zu lindern und vor allem durch Aufklärung von den Risikofaktoren bis zum Erkennung von den Warnsignalen bis zum Behandlung, also auch von den vorliegenden Erkrankungen. Die drei Mediziner wollen nah am Patienten sein und die Fragen ernst nehmen. Sich mit den Themen auseinanderzusetzen, kann sogar Leben retten,